Ähm, herzlich willkommen, Ganz vielen Dank äh, für die Einladung und für die Möglichkeit, Ihnen mit Ihnen und ähm, euch hier heute zu diskutieren darüber, ähm, was ansteht ähm, mit Blick auf das Wahljahr 2024, insbesondere in Bezug auf europäische Entwicklungs- und Außenpolitik. Ähm, am IDOS äh, haben wir langjährige äh, Forschung, in der wir uns ähm, in einem äh, größeren Team mit fünf wissenschaftlichen Mitarbeitenden, schon seit vielen Jahren mit EU-Entwicklungs- und Außenpolitik beschäftigen und äh, die Entwicklung ähm, in der EU äh, sehr eng verfolgen. Und äh, was wir beiden heute vorstellen, beruht äh, in dem Sinne auch auf ähm, Ergebnissen aus äh, der Forschung aus unserem EU-Team hier am Eidos. 2024 wird für die EU und äh, insbesondere EU-Entwicklungspolitik und Außenpolitik ein sehr wichtiges Jahr. Ähm, es gab bereits äh, in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Trends, die Entwicklungspolitik doch sehr fundamental äh, verändert haben und die dafür gesorgt haben, dass Entwicklungspolitik sehr viel mehr in den Dienst anderer Politikfelder gestellt wurde. Und äh, eine zentrale Frage, die sich jetzt mit den Wahlen stellt, äh, ist, inwiefern dieser Trend, äh, dass Entwicklungspolitik äh, auch verwendet wird, um eng definierte Eigeninteressen zu verfolgen, beispielsweise in Bezug auf Migrationspolitik oder in Bezug auf... Sicherung von strategischen Rohstoffen. Inwiefern dieser Trend nun weitergeführt wird oder inwiefern die EU es Perspektive schafft, in der Entwicklungspolitik ihre Eigeninteressen besser zu verbinden mit den Interessen der Partnerländer und besser in Einklang zu bringen mit den Interessen der Partnerländer. Das heißt, das ist eine der großen Fragen, worum es in diesem Jahr gehen wird und wo wichtige Weichen gestellt werden für die europäische Entwicklungspolitik. die ähm, wahlen zum europäischen parlament äh, im juni stehen im juni an. Ähm, was relativ sicher ist, ist dass es einen äh, rechtsruck geben wird, was nicht sicher ist, ähm, wie stark dieser rechtsruck äh, ausfallen wird. Ähm, das heißt, für die europäische volkspartei, ähm, die konservativen, wird sich die frage stellen, inwiefern sie nach der wahl Weiterhin mit den Sozialisten und Demokraten und den Grünen kooperieren kann und möchte oder inwiefern sie stärker mit rechtspopulistischen Parteien auch zusammenarbeiten will und kann. Das Europäische Parlament ist wichtig in der Entwicklungspolitik, weil es natürlich eine Rolle spielt bei Entscheidungen über das Budget, grundsätzlich bei den Verhandlungen zum mehrigen Finanzrahmen, aber auch bei der Ausgestaltung des Budgets über die ja über die Jahre hinweg. Es ist wichtig bei der Unterzeichnung von internationalen Verträgen und es ist sehr wichtig bei der Bildung einer neuen Kommission, die dementsprechend auch in der zweiten Jahreshälfte ihr Amt äh, antreten wird. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor einigen Tagen ja schon verkündet, dass sie ähm, weiterhin, also dass sie wieder kandidieren wird und ähm, dass sie quasi Spitzenkandidatin sein wird oder sein möchte und dementsprechend auch für eine neue ähm, Amtsperiode für das Amt der Kommissionspräsidentin zur Verfügung stehen wird. Ursula von der Leyen war schon in der aktuellen Legislatur sehr stark unter Druck, auch aus den Reihen ihrer eigenen Partei, insbesondere im Hinblick auf äh, den European Green Deal und ihre Agenda zum European Green Deal. Und ähm, angesichts des zu erwartenden Rechtsdruck im Europäischen Parlament äh, sowie aktuellen Trends in den Mitgliedstaaten, wo beispielsweise in, in den Niederlanden in Schweden, in Finnland, in anderen Ländern rechtspopulistische Parteien ja sehr viel stärker an Wählerunterstützung gewonnen haben, ist zu erwarten, dass die nächste Kommission sicherlich auch unter einer Kommissionspräsidentin von der Leyen eine noch konservativere Ausrichtung haben wird. Was heißt all das nun für Entwicklungspolitik? Wir wollten gerne, bevor wir quasi über die aktuellen Trends sprechen, haben wir uns gedacht, dass es wichtig ist, die aktuelle Debatte ein bisschen breiter einzuordnen und vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen und zunächst einmal kurz zu sagen und mit Ihnen zu diskutieren, was ist eigentlich EU-Entwicklungspolitik und wie hat sich das Politikfeld in den letzten Jahren verändert und wo sind quasi Kontinuitäten, aber wo sind auch Brüche in dem, was wir aktuell diskutieren? Entwicklungspolitik ist eines der ältesten Politikfelder der Europäischen Union. Das gleich bei der Gründung der EU ähm, mit den Verträgen von Rom eine wichtige Rolle gespielt hat. Damals ging es darum, insbesondere die Überseegebiete und Exkolonien von Frankreich ähm, weiterhin eng ähm, mit der EU in der wirtschaftlichen, ähm, ja, wirtschaftlichen Beziehungen zu den Überseegebieten und den ehemaligen Kolonien weiterhin ähm, eng zu halten und äh, diese Gebiete weiterhin wirtschaftlich zu unterstützen. Ähm, über die Jahrzehnte und den Erweiterungsprozess der EU. Ähm, sind dann eine ganze Reihe von anderen Ländern dazugekommen, mit denen die EU entwicklungspolitische Beziehungen unterhält. Das heißt, heute kann man sagen, dass die EU quasi mit fast allen Ländern des globalen Südens auch entwicklungspolitische Beziehungen unterhält. Entwicklungspolitik ist eine gemeinsame parallele Kompetenz in der EU. Das heißt, sowohl die EU-Institutionen als auch die Mitgliedstaaten engagier engagieren sich entwicklungspolitisch. Die EU-Institutionen sind dabei in einer Doppelrolle. Das heißt, sie sind einmal selber Geber, aber sie haben auch eine Rolle in der Koordination der Mitgliedstaaten, wenn es darum geht, gemeinsame Ziele in der Entwicklungspolitik festzulegen oder Entscheidungen zu treffen, sich zu koordinieren in Bezug auf geografische Orientierung bei Partnerländern oder Inhalte in der Entwicklungspolitik. Formal gesehen kann man sagen, und das ist ein Mantra, was die EU ähm, regelmäßig sehr stark vor sich herträgt, äh, dass die EU und die Mitgliedstaaten zusammen weltweit der größte Geber sind. Äh, das heißt, im Jahr 2021 äh, hat die EU insgesamt, also EU-Institutionen und Mitgliedstaaten, äh, mehr als 70 Milliarden Euro ausgegeben äh, für ähm, Entwicklungspolitik. Ähm, gleichzeitig ist die EU stark fragmentiert, dadurch, dass es eben einerseits EU-Institutionen und ähm, äh, Mitgliedstaaten sind. Und eine, weit, eine weitgehende Kritik aus der Forschung, aber auch aus der Politik ist, dass die EU in der Entwicklungspolitik selten als kohärenter und sichtbarer Akteur auftritt. Die EU hat dann verschiedene Anstrengungen unternommen über die letzten Jahre, um dieser Kritik etwas entgegenzusetzen und die Koordinierung unterschiedlicher Akteure zu verbessern. Die jüngste Initiative in diese Richtung heißt Team Europe. Dazu wird Svea Koch später auch noch was sagen. Wo es darum geht, die Kooperation einzelner EU-Akteure zu verbessern. Hierbei geht es grundsätzlich immer um eher Soft-Integration-Prozesse, wo es quasi um eine Koordinierung von EU-Akteuren gibt, um eine engere Verbindung von EU-Akteuren gibt, jenseits der Schwelle zu mehr Integration und tatsächlich zu einer einheitlicheren EU-Entwicklungspolitik. Seit in den letzten 20 Jahren gab es wir würden sagen, drei zentrale Phasen, in denen die Entwicklungspolitik unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen hatte, unterschiedliche Zielsetzungen und als Politikfeld sich jeweils anders konstituiert hat. In der ersten Phase, Anfang der 2000er bis 2015, war es so, dass insgesamt in der Entwicklungspolitik und speziell auch in der EU es erstmals einen konsens gab dass armutsreduzierung und menschliche entwicklung der zentrale fokus entwicklungspolitischer aktivitäten sein sollten und dass entwicklungspolitik quasi nicht mehr wie zu zeiten des kalten krieges sehr stark dem geostrategischen wettbewerb dienen sollte jenseits der gemeinsamen zielsetzung und des gemeinsamen fokus auf armutsreduzierung und menschliche entwicklung wurden eine ganze Reihe von institutionellen Reformen angestoßen, die Entwicklungspolitik wirksamer und effizienter machen sollten. Und im Zuge dieser Institutionen, dieser Reformen ähm, wurden eine ganze Menge institutioneller Reformen auch durchgeführt, ähm, die letztendlich dazu geführt haben, dass Entwicklungspolitik in einer ganzen Reihe von äh, Mitgliedstaaten und auch auf EU-Ebene ähm, sehr stark sich als eigenes ähm, eigenständiges ähm, Politikfeld etabliert hat und auch weitgehend als separates Politikfeld, was versucht hat, sich unabhängig zu machen von den Einflüssen anderer Politikfelder. Das war insbesondere in der Rhetorik und im Diskurs der Fall. Und in der Praxis gab es natürlich auch in dieser Phase andere Interessen, die eine wichtige Rolle gespielt haben in der Entwicklungspolitik, wie beispielsweise nach dem 9.11.2001, Fragen rund um Sicherheitspolitik und inwiefern Entwicklungspolitik eben auch zu sicherheitspolitischen Interessen beiträgt. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es in dieser Phase Entwicklungspolitik sich eher als äh, separates und eigenständiges Politikfeld äh, etabliert hat. Ähm, wichtige Einschnitte hier waren die Finanzkrise 2008, äh, nachdem sich entwicklungspolitische Budgets in einer Reihe von Mitgliedstaaten eher reduziert haben. Äh, das hat sich danach 2015 wieder geändert. Und äh, der arabische Frühling 2011 der zu sehr grundlegenden Fragen geführt hat, wie Entwicklungspolitik sich eigentlich in autoritären Ländern positionieren kann und sollte. Der nächste Einschnitt ähm, aus unserer Sicht kam dann ähm, rund um äh, 2015 etwa, ähm, wo wir sehen, dass äh, nationale Interessen zunehmend eine wieder sehr viel wichtigere Rolle spielen in der Entwicklungspolitik. Ähm, ein Auslöser hier war sicherlich die Migrationskrise und ähm, der ähm, äh, Zustrom von Migranten und äh, Flüchtlingen, insbesondere in 2015, der dann zu sehr kontroversen Diskussionen geführt hat, ähm, welche Rolle oder welchen Zusammenhang es eigentlich zwischen äh, Migrations- und Entwicklungspolitik äh, gibt. Ähm, gleichzeitig hat in dieser Phase aber auch eine zunehmende Multipolarität und ein sehr viel stärkerer Wettbewerb äh, mit China und anderen Schwellenländern stattgefunden äh, oder sich abgezeichnet, der eben zu Diskussionen geführt hat, äh, welche Rolle Entwicklungspolitik eigentlich als Teil der Außenbeziehungen spielen soll und als Teil dieses Wettbewerbs spielen soll. Ähm, das heißt, wir sehen in dieser Phase äh, bereits einen Trend, wo ähm, in vielen Ländern Entwicklungspolitik äh, wieder in die Außenministerien äh, integriert worden ist und äh, wo Entwicklungspolitik und äh, die Schnittstellen zwischen Entwicklungspolitik und anderen Politikfeldern sich viel, äh, wieder sehr viel kontroverser äh, diskutiert worden sind und ähm, es beispielsweise auch in der globalen äh, Strategie ähm, der zentralen außenpolitischen Strategie der EU von 2016 ein klares, ähm, eine klare Zielsetzung gab, dass EU-Entwicklungspolitik sich künftig flexibler und stärker mit den äh, strategischen Prioritäten der EU-Außenpolitik ähm, äh, abstimmen muss. Und genau, hiermit würde ich übergeben an Svea. Ja, danke schön, Christine. Ich würde jetzt einmal ähm, den Blick auf die letzten fünf Jahre. Richten. Und danach auch nochmal einen Ausblick auf das äh, Wahljahr und also das kommende Wahljahr. Und was ganz sicherlich ganz prägend war in den letzten fünf Jahren, sind die äh, sogenannten Polykrisen. Ähm, also, das heißt nicht nur einzelstehende, sondern sehr folgenreiche miteinander verbundene Krisen. Da ist sicherlich zu sehen die Covid-19-Pandemie, der russische Krieg in der Ukraine, aber auch zunehmend China als systemischer Rivale. Also, da hat sich das ähm, fortgesetzt, was Christine Hakenesch eben schon beschrieben hatte. Gleichzeitig. Gab es sogenannte Megatrends? Das sind Trends, die sich über mehrere Jahre und Jahrzehnte durch alle gesellschaftlichen Bereiche ziehen global. Das ist sicherlich der Klimawandel, die Digitalisierung und der demografische Wandel ganz prägnant. Und eben was Frau Kündigson sagte, auch die Fortsetzung von dem Trend von Multipolarität zu einem geopolitischen Wettbewerb. Sehr verstärkt sicherlich auch nochmal durch den Krieg in der Ukraine. Ähm, was daraus entstanden ist, erstmal EU-weit, ähm, nicht nur auf Entwicklungspolitik bezogen, ist eine sogenannte Crisisification of Policy Making. Und was damit gemeint ist, ist eigentlich ein, eine Disruption der europäischen Entscheidungsprozesse, die oft sehr viel schneller getroffen werden mussten, diese Entscheidungen, unter gänzlich anderen Bedingungen. Und das hat man auch in der Entwicklungspolitik sehr stark gesehen. Was Christine Hackenischer beschrieben hat, war sehr lange eine sehr starke Fahrtabhängigkeit, auch in der Art und Weise, wie Koordinationsinitiativen eigentlich gescheitert sind und gerade durch die Covid-19-Pandemie sich eigentlich eine neue, ähm, eine neue Möglichkeit ergeben hat, die die Kommission auch genutzt hat, ähm, ihre Funktion ähm, der Koordinierung über die Mitgliedstaaten stärker auszuüben und eben gemeinsam mit den Mitgliedstaaten sehr schnell als Reaktion auf die Pandemie die sogenannte Team Europe-Initiative gegründet hat wo versucht wurde, als Antwort auf die Pandemie, die Ressourcen viel stärker zu bündeln und auch viel sichtbarer zu machen, auch im geopolitischen Wettbewerb mit China und anderen. Das Zweite, also eine Hauptinitiative, die daraus entstanden ist, aus diesen Trends, ist die sogenannte Global Gateway-Initiative, auf die ich jetzt in der nächsten Folge noch mal stärker eingehen werde. Also man sieht, was daraus entstanden ist, aus diesem Kontext, den ich beschrieben habe, Zusätzliche ähm, 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 sogenannte Treiber in der Entwicklungspolitik, Einflussgrößen, ähm, die nationalen politischen Veränderungen, die sicherlich auch sehr wichtig sind. Und ähm, hier sind so Begriffe wie Politisierung von Entwicklungspolitik, zu denen wir auch umfangreich geforscht haben am Institut, sehr wichtig. Hiermit wird gemeint, also eine Zuspitzung der Debatten, die Polisi Polarisierung von, von Meinungen und eben aber auch ein breiteres Interesse am Politikfeld an sich von Akteuren, die per se so an Entwicklungspolitik länger nicht interessiert waren. Und hier sind vor allem eben auch, ähm, ist der Einfluss und der, der Aufstieg rechter und populistischer Parteien ähm, und deren Einfluss auf Entwicklungspolitik zu nennen. Ähm, wie ich erwähnt hatte, eben, äh, Geopolitik spielt zunehmend eine Rolle und ähm, das ist sicherlich durch die Pandemie sehr stark befeuert worden, dieser systemische Wettbewerb mit China. Aber eigentlich noch viel mehr durch die sehr sichtbare Belt and Road Initiative von China, die ja sehr massiv Investitionen getätigt hat, im letzten Jahrzehnt und darüber hinaus, gerade in Afrika sehr sichtbare Infrastrukturprojekte zu bauen und zu schaffen. Und die EU sich eigentlich in ihrer Sichtbarkeit äh, immer hinten angestellt gefühlt hat, obwohl sie oft äh, umfangreiche Investitionen ebenfalls getätigt hat. Und daraus ist ähm, dieser Wunsch nach mehr Sichtbarkeit und aber auch nach äh, besserer strategischer Kommunikation entstanden. Und es gibt jetzt die von, von Frau Ursula von der Leyen sehr stark geprägte ähm, Infrastrukturinitiative Global Gateway, die eben ähm, keine rein entwicklungspolitische Initiative ist, ähm, sondern eben auch Wirtschaftspolitik und Außenpolitik und andere Politikbereiche einbezieht und Investitionen im Bereich Klima und Energie, Transport, Digitalisierung, Bildung und Gesundheit äh, bündeln möchte. Was ganz wichtig ist, dass sich sowohl durch diese nationalen politischen Veränderungen als auch durch die geopolitischen Interesse die Eigeninteressen der EU sehr, sehr zentral in, ähm, in die Mitte der Entwicklungspolitik gerückt wurden. Ähm, gerade im Bereich äh, Migration, Energieversorgung, kritische Rohstoffe, aber auch Handel und Wirtschaftsinteressen wird die Entwicklungspolitik ähm, viel stärker ähm, benutzt, sozusagen, um die europäische Interessen zu verfolgen. Und auch sehr stark die von der Ursula von der Leyen-Kommission geprägte höhere Sichtbarkeit, strategische Autonomie und Widerstandsfähigkeit der EU zu gewährleisten. Und wir sehen das durch unsere Forschungsarbeiten, aber auch durch unsere Zusammenarbeit äh, mit der Politik eben auch als klassischen Gamechanger für die, für die Entwicklungspolitik ähm, in den letzten Jahren sehr stark massiv. Wenn wir jetzt nach vorne schauen und die Entwicklungspolitik nach dem Wahljahr, was wir erwarten, ist auf jeden Fall, dass die Entwicklungspolitik noch stärker unter Druck gerät und noch stärker polarisierte Debatten erwartbar sind. Ähm, das sind sicherlich auch sehr grundsätzliche Fragen, ob überhaupt warum und wie Entwicklungspolitik aussehen kann. Das sind eigentlich Fragen, die wir so jahrelang eigentlich weniger auf der Agenda hatten. Was auch sehr, glaube ich, sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass auch unabhängig davon, wie stark der Rechtsdruck am Ende ausfällt, die, man wir jetzt schon sehen können, dass Parteien der Mitte, insbesondere konservative, konservative Parteien, sehr viel stärker unter Druck geraten, Entwicklungspolitik ähm, zu, äh, zu, ähm, neu zu definieren, zu erklären und auch für andere außenpolitische Ziele zu instrumentalisieren oder das Budget kürzen zu wollen. Also wir sehen das auch gerade sehr stark in der deutschen Debatte, die der ein oder andere von Ihnen vielleicht in der, ähm, in der Presse wahrgenommen hat. Da gibt es eben auch sehr stark von den konservativen Parteien momentan ähm, Rhetorik, nationale gegen internationale ähm, Investitionen gegeneinander aufzuspielen. Ähm, die zentralen Fragen, die wir in der Zukunft erwarten, sind eigentlich eine Fortführung von den Debatten. Wir können natürlich Krisen so per se nicht antizipieren wie eine nächste Pandemie oder so. Die diese Fragen natürlich auch nochmal ähm, in eine andere Richtung leiten würde. Aber was wir definitiv ähm, absehen können, sind Debatten zur Frage äh, Finanzierung Wiederaufbau Ukraine und inwieweit das aus entwickelten politischen Budgets geschöpft wird. Ähm, der Zusammenhang von Entwicklungspolitik, Migration, ähm, Fragen von Klima- und Sicherheitspolitik wird sicherlich weiter sehr eng bleiben. Weiterhin die Frage, welche Rolle Entwicklungspolitik im systemischen Wettbewerb mit China spielt ähm, und inwieweit die Europäer praktisch er Versuchen sollten China auf eine Art ähm, ja, zu duplizieren oder ähm, dem Modell, äh, das China entwirft, sozusagen einen Gegenentwurf entgegenzustellen oder ob es noch viel stärker ein europäisches Modell äh, sein sollte, das dem entgegengesetzt wird. Und ähm, die große Frage sicherlich auch, wie Eigeninteressen und Interessen der Partner in Einklang gebracht werden können, weil es da eben gerade auch in den letzten Jahren ähm, sehr stark oft unterschiedliche Interessen. Ähm, Bekundungen und sehr viel unterschiedliche Meinungen gab, auch was globale Fragen angeht zwischen der EU und den Partnerländern. Genau, ich glaube, das wäre unser Beitrag für den Moment. Wir freuen uns sehr über ähm, Nachfragen und auf die Diskussion jetzt mit Ihnen.